Kohleenergie, das ist top. Da haben wir heute echt einen riesen Meilenstein geschafft. Dann haben wir komplett Biotreibstoff übersprungen. Machst du jetzt... Ich baue gerade Schrauben. Ja, hast du jetzt vor, die Platten fertig zu machen? Oder ja, mach mal zuerst die Platten, dann sind die schon mal weg und dann den Rest alles. Dann machst du die Platten, dann mache ich kurz die anderen Dinger. Jo, weil ich baue nur noch Schrauben und dann sind die Platten schon fertig. Die restlichen Schrauben, die gebe ich dir dann einfach. Du brauchst ja da ewig viele. Ich brauche 250 Stangen. Ich kann da bei dir kurz mal zu holen. Jo. Und dann bräuchte ich eigentlich 1000 Schrauben. 1250 Schrauben. Hm. Na, das geht leicht. Kriegen wir hin. Wie viele Schrauben brauchst du noch? Ich baue mal ein ganzes Ding voll. Ich brauche ja nicht so viel. Wie viel sind das? Brauchst du noch welche, weil ich habe gerade welche da. Nee, du brauchst mir gar keine geben. Okay. Ich hab 500 jetzt, über 500, die gebe ich dir dann den Rest. Ich brauche jetzt Eisenplatten, den muss ich mir jetzt holen. Dann haben wir das linke schon fertig und dann fehlen nur noch die Rotoren. Da war sogar das, wo du gedacht hast, es geht am schwersten, am schnellsten fertig. Den beiden. Quietsch, quietsch. Klar, ich krieg so deine Schrauben, Alter. Du Gierlappen. Komm, hier ist noch 360 in der Ding drin. Nimm dich den schon mal. Du kleiner Schlumpf. Du kriegst sie gleich. Lupf, zwei fehlen noch. Haben wir noch irgendwo zwei Platten? Hier 50 Stück die Reiche. Da haben wir ein bisschen Überschuss. Blub. Wo bist du? Da, hier. Guckst du. Der baut noch. Bauen wir dann wieder in der Wüste eine Riesenfabrik hoch? Irgendwie sowas hätte ich mir dann auch gedacht. Aber dann erst, wenn wir die Mittel haben. Mit Zügen? Können wir mit integrieren. Aber sinnvoll, bitte. Na klar. Nein, ich meine nur. Hätte halt, wenn nichts dagegen hast, halt die Idee, die ich gehabt habe, einen Bahnhof zu haben. Also jetzt nicht unbedingt, dass man die letzte Seite von jeder Richtung eins, sondern wirklich einen großen Bahnhof. Recht nah, so dass man den mit, entweder mit Fließbändern oder vielleicht sogar mit, Da, ich geb dir Sache! Alla! Ich weiß nicht, dann, wenn du nicht bestehst. Wie soll ich dich sonst zum Umdrehen bewegen? Soll ich schreien, dreh dich um? Jetzt wirst du ja auf den Kopf legen können. Auf den Kopf legen können. Oh, cool, wir sind gleich Kohleenergie. Optimal. Geil. Also da waren wir echt sehr fix. Hm.
Strom noch? Ja, okay, gut, dann haben wir noch ein bisschen Puffer noch. Toll. Was brauchst du? Brauchst du Schrauben oder? Ich brauche ein paar Schrauben, ja. Okay, das Ding. Hab ich gleich. Brauchst nix. Warum können wir noch kein Kohle suchen? Weil wir es jetzt noch nicht freigeschaltet haben. Ja, wo kommt er jetzt mit dem Meilenstein? Ja. Müsste da zumindest drin stehen haben. Scanner, Aktualisierung, Kohle. Flüssigkeitsspeicher, Pipeline-Pumpe, Pipeline-Kreuzung, Pipeline-Stütze, Pipeline, Wasserextraktor, Kohle, Generator. Mhm. Yay! Flieg, kleine Drohne, flieg! Was, so ein Elektroschocker im Arsch? Ohne Mist, es ist so mit die letzte Stelle, wo du einen Elektroschocker hinkriegen willst. Ja. Das tut weh. In den Aufzug reingekracht. Ja, wir stecken jetzt für immer fest. Okay, wo haben wir jetzt die nächste Kohle? 217 Meter? Mal gucken, was das und 600 ist. Meter. Gucken wir mal. Laufen wir mit. Ich glaube, die ist da oben auf dem Hügel. Na, das wäre ja kein Problem. Wir können ja notfalls... Ja, das ist die da oben. Ja, ist die auf dem Hügel. Und die anderen war doch die über der Schlucht drüber, ne? Jetzt müssen wir gucken. Ja, da, ich würde eher die da oben nehmen. Ja, wo ist das Wasser näher dran? Das Wasser ist... Das ist eben das. Warte mal, war hier nicht auch noch ein kleines Wasserbecken? Das dachte ich eben, dass hier noch ein Wasserbecken wäre. Ja, hier ist ein kleines. Hier. Achtung, hier ist ein Viech. Reicht das aus? Könnte. Könnte. Oh, die Viecher. Achtung. Galant. Weil das wäre optimal, wenn das... Das wäre richtig geil. Das wäre dann richtig... Das wäre optimal, weil dann doch mal da oben Kohle, hier Wasser. Das dann, muss reichen. Dann haben wir gar keinen Produktionsweg. Kohlegenerator? Haben wir die Wasserpumpen überhaupt? Ja, die haben wir gerade mit freigeschalten. Wir haben gerade Warte, ich guck mal. Wir haben gerade alles, was wir dafür brauchen, freigeschalten. Versteckte Eisenplatten. Ah, ich sehe leider nicht. Wir müssen mal gucken, ob das geht. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Und dann entscheiden wir, welches... Wassergenerator noch nicht geht. Ja, ja. Das müssen wir als Erstes mal gucken. Einer. Nee. Oh, was sich dann auch platzieren lässt, weil ich habe Angst, dass es zu seicht ist. Da habe ich... Einer geht. Sicher? Ich könnte dir jetzt Übertragung anzeigen, aber wähl den mal aus, ab einer Position hast du Ressourcen ist nicht tief genug und dann in der Mitte von dem Teich, wenn man jetzt ungefähr. Nee, wenn du sagst, dann glaube ich dir. Wo ich jetzt stehe, wo ich absaufen könnte. Ja. Da geht genau einer hin. Einen einzigen. Ja, das reicht ja vom Anfang. Die müssen wir halt notfalls übertakten. Ja, können wir aber vier Kraftwerke ohne Übertaktung versorgen. Ja, nur drei dann. Wenn wir den die Pumpe auch mit übertakten müssen. Das kriegen wir hin. Ja, das ist dann schön nah dran. Deswegen, ja, das ist dann noch besser. Wie nah das ist, der Spot ist geil. Dann können wir unsere Stahlproduktion gleich in der Nähe mit hochziehen. Jo. So, ich kümmere mich mal um die Kupferplatten. Okay. Baue ich gleich mal auf so viele wie geht. Dann schau ich gleich mal, dass ich einen Miner herstellen kann und jo. Dass ich oben schon mal den Miner hinpflanze. Jo. Dann danach wollen wir ein kleines Puffer hinstellen mit Kohle? Nee, ne? Nee. Wir können so eine Lagerkiste einfach mitnehmen. Ja, aber wozu brauchen wir einen Puffer? Das Ding ist, wenn es irgendwie ein Problem geben sollte, dann verzögert es ja nur. Wir entdecken es zu spät vielleicht. Ach, egal. Nee, wir tun es direkt verheizen.
Oder? Schon. So. Muss aber ganz kurz noch was machen, bevor ich da oben den Bohrer hin platzieren kann. Hm. Beton. Oh ja, Beton. Da wird es wahrscheinlich drin hapern. Mhm. Baue ich schnell hoch, kein Thema. Weil dann würde ich sagen, sobald wir die Energie stabil haben, dass wir dann hier unten erst einmal ummogeln. Ja, alles abreißen. Außer halt die Miner. Ja, die Miner halt zuletzt. Aber ich hätte es halt gern, dass wir das Eisen irgendwie schon mal zwischenlagern, also das pure Eisen. Ja klar, ich hätte ein Gebäude gemacht für Eisenlagerung. Ja. Und dann für Kupfer dasselbe, dass wir das in ein großes Lager zwischen rein pfeifen und dann aus geht es dann weiter in die Produktion. Am liebsten würde ich ja Miner in eine Lagerebene, also alles, was wir in eine Lagerebene reinbringen können. Hm. Drüber Schmelzöfen, drüber Konstruktoren. Kann man machen. Wo hab ich denn? Oder alles auf einer Ebene, das kann man auch machen. Das gucken wir dann, wie wir es machen. Ach, wo ist denn die Pumpe? Ist die bei Logistik? Nee. Ich hab's ja doch gesehen. Wo ist er denn? Der kleine Fratz. Ist bei Logistik drin. Logistik? Ja, die Pumpe meinst du? Die ist bei Logistik drin. Nee, Produktion. Die Pumpe? Achso, die meint. Der Wasserextraktor. Ist Pumpe. Nein, es gibt eine Flüssigkeitspumpe. Ja, was ist denn das? Das pumpt Wasser raus. Pumpe. Der extrahiert Wasser. Junge! Junge! Das spielt differenziert. Junge! Wir sind in der Realität. Nein, hier eigentlich nicht. Ja. Okay, dann rede ich auch gerade nicht mit dir, oder? Redest du mit mir? Are you talking to me? Are you talking to me? Kennst du das? Ja! Ach, wo ist er denn? Kohle, wo ist der Kohle? Bei dir, da. Ach, bei mir ist ein Viech. Ja, komm, es waren vier. Vier? Vier von diesen. Ich spuck dich mit Feuer voll. Komm, einer nur bitte zu mir. Einer nur, nicht beide! Oh ja. Irgendwas rennt auf mich zu. Was ist denn das für ein Viech? Ich glaube, das ist eine Spinne. Das war eine Spinne. Wir könnten sogar, wenn wir ganz viel Glück haben, zwei hinbekommen. Aber ich glaube fast nicht. Was schießt denn mich jetzt an? Hey, du blöde Kuh. Eine alte Zippe, ey. Ah, nee, wir kriegen doch nur eins hin. Okay, wie rum platziere ich den am besten? Du bist da oben. Wohin platzieren wir dann das Kraftwerk? Da vorne direkt, oder? Da vorne. Moment. Oh, ich brauche Beton, scheiße. Ich bin in. Siehst du mein Licht? Ja, ich bin direkt über dich. Ich habe dir nämlich schon gesehen, was du da anstellst. Also die Frage, in welche Richtung soll ich den platzieren? Das Ding ist, wir müssen das so machen, dass wir nicht viel pumpen müssen. Also ich würde es einfach. Ich hätte dann. Siehst du, wo ich hinleuchte? Also ich würde es dann hier oben irgendwo hinmachen. Also nicht weiter runter. Ja. Die was? Ebene, da wo du jetzt stehst, in dem Baum rum. Jo. Das hätte ich nämlich auch gedacht. Das wäre schön. Kannst du mal da die Blume mit, da das Essen mitnehmen? Beim nächsten Mal, geh nach rechts, geh nach links. dann ist wieder die Frage, von wem aus? Ja, aber das ist dann so, da weiß ich, wo ich hin muss. Und ich nehm das mit. Und ich stehe mitten im Wald. Das ist genauso, wenn du sagst. Wenn du zum Metzger gehst und du willst Wurst und sagst, ich will Wurst. Ja. Ich will Wurst. Ja. So schwer zu verstehen. Ich will Wurst. Ja gut.
Darf man halt auch nicht missverstehen. Es wird doch wurscht, wenn er das nicht versteht. Wurscht. So, wie komme ich da jetzt wieder lebend runter? Gar nicht. Wahrscheinlich. Außer, ich mach Trick 17 mit Selbstüberlistung. Hast du wohl keine Baumaterialien mitgenommen? Das Problem ist, ich muss ja auch die Förderbänder hinkriegen. Das geht. Also von da oben kannst du bis nach ganz unten bauen. Wenn ich Material dabei hätte, wäre das kein Thema. Ja, warum hast du keins mitgenommen? Weil ich ja erstmal den da oben platzieren wollte. Aha, also bist du nicht professionell. Habe ich auch nie behauptet. Ehrlich? Steht aber in deinem Ausweis. Professioneller Typ. Ja, professioneller Typ, kein professioneller Bauer. das ist was anderes. Ja, gleich mit verstärkten Platten MK2 oder erstmal MK1? MK1, das reicht vollkommen aus. MK2 hört sich vielleicht doof an, aber ich würde es komplett skippen. Wenn dann direkt auf MK3, das ist doch dann Stahl, oder? Oder was? Ja. Okay. Nee, da habe ich nicht genug. Brauche ich noch Eisenplatten. Meine Pipeline kommt schon gut voran. Das Problem ist, von oben kann ich nicht schauen, ob der Lift komplett bis nach unten geht. Okay. Das wäre geil, wenn das gehen würde. Jo, minimale Steigung hier. Ich glaube, wir brauchen nicht mal Pumpen. Jo. Zu Recht schon. Lass erstmal bis daher. Ja, weiter wollte ich sehen. Ich muss gucken, dass da oben bis da runter das Kohle gezogen wird. Deswegen brauche ich erstmal ein paar Eisenplatten. Das geht. Wie viele Eisen? Warte, ich habe Eisenplatten. Ich bin noch nicht weit weg. Hier. Hier habe ich Eisenplatten. Gut. Ich würde sagen, dann ziehen wir hier einfach 3 Kohlekraftwerke. Ja, wir haben ja schon Aufzüge. Ich wollte es jetzt ohne Aufzug bauen. Was? Ja, ich wollte es jetzt ohne das bauen. Das ist wahnsinnig. Ah ja, das war Zeit. Das macht er dann, ist wieder zu steil. Wenn du es so weit vorziehen willst, dann geht's aber dann. Weißt du, wie ich mein Quarz hingebaut habe? Komplett ohne mit den Dingern. Ich bin fast... Der machst du Scuba, den machst du dich dann annutzen, wenn ich dann da oben einfach wieder einen nochmal hinstellen. Das habe ich ja auch so hingedingst, dass wir da dann gleich hochgehen und dann haben wir hier die Abzweigung und dann... Strom, Kohle. Okay, wir bräuchten 60 verstärkte Platten. Für was? 30 Rotoren und 90 Kabel für die 3 Kohlegeneratoren. Ja, wir brauchen ja aber erstmal einen. Weil einer macht doch eh schon 150 Strom, oder? Moment. 75. Na gut, das haben wir ja schon zusammen. Also den kann ich dir instant bauen. Gut, dann komme ich auch noch mal kurz zurück, damit ich mir mal für den die... Weil wir müssen dem ja einen kurzen Startstrom geben. Ja, ist richtig. Das können wir ja hier anstüpseln. Den hier, der läuft ja auch nicht mehr, ne? Welcher läuft nicht mehr? Ja, der ist gerade aus. Ausschalten. Der verbraucht aber auch so keinen Strom. Ja, aber wenn er aus ist, läuft er. Braucht er nichts. Ja, aber auch wenn er an ist. Er braucht ja nur Strom, wenn er... Nee, ironischerweise auch, wenn er sich anzeigt, die letzten haben immer
kleines bisschen gebraucht, auch wenn sie Ja, aus war. gut. Das hat mich zweimal mein Stromnetz gekostet. Dann hast du kein gutes Stromnetz gehabt. Naja, das war, wo ich einmal massiv umgebaut habe. Ja, gut. Da habe ich meinen Startstrom für meine Fabrik hinten dann. Das reicht mit zwei Biogeneratoren. Pumpf, aus. Ich habe die nicht mehr zum Laufen gebracht. Ja, gut, Scheiße. Ein aus, ein aus, ein aus, bis der einmal das Kohleband einmal bis vorproduziert hat. Ich sag, leck mich am Arsch. Der Vorteil, den wir jetzt aber haben, da wir schon etwas Kohle haben, müssen wir nur warten, bis das Wasser voll ist. Ja. Und das wird Hast du dann Kabel? Schnell gehen. Kabel. Da stell dir welche her. Stell dir welche her. Okay, mach ich. Weil das sollte. Stell ich mal kurz 10 her, 20 her, 20 her Zeug. Gut. Aber dafür bin ich oben mal kurz das Zeug mit Strom. Jo. Schrauben hast du keine mehr gehabt, ne? Schrauben, den habe ich keine mehr. Okay. Nee, okay, dann können wir instant ein Kraftwerk schon mal hinbauen, dann sind wir schon mal unabhängig von Biokraftstoff. Ich würde dann mit dem einen Kraftwerk aber gleich dann schauen, dass wir die anderen beiden hinbauen können, damit wir den Rest. Ja, schon. Das ist jetzt unser Ziel, dass wir heute auf jeden Fall noch die zwei Kohlegeneratoren hinbauen. Erstmal auf jeden Fall den einen, das ist, wenn man läuft. Guck mal, was hecken da oben schön ist. Reines Eisenerz, Kopf über. Schaut schön aus, lass ich hängen. Ach, ich weiß nicht, wie ich neu gebaut. Wie viele Rotoren brauchen wir? 20, oder? 10 pro. 10 nur? Lol, das haben wir. Zwei Stück habe ich noch dabei. Ja gut, du bist ja eh da oben. Dann können wir instant schon eins setzen. Mach hier Jump'n'Run raus. Nee, ich habe schon genug dabei, 10 Stück. Wir können eigentlich gleich noch mehr setzen, aber ich hau erstmal den einen hin, wenn es genehm ist. Jo, tun Sie das, was Sie nicht lassen können. Sie, ich kann es aber lassen. Ja, du kannst es eben nicht lassen. Echt? Okay, das Ding ist an Strom angeschließt. Super duper angeschließt. Okay, ich komme. Ich stelle nur noch ein bisschen Beton her, dass ich auch ein bisschen was. Was bin ich blöd? Was hast du vergessen? Nee, weißt du, was mir gerade auffällt, ist mit, wie komme ich irgendwie ganz weit nach oben? Ja. Fließband hochbauen. Ah ja, da kannst du ja auch hochklettern. Nee, draufstellen, dann fertig das ja. Ding hoch. So, ja. Eieieiei. Kohlegenerator. Kohle, Zink von Marathon. Nicht zu nah dran stellen. Wir müssten hier noch eine Kreuzung reinbringen. Also ja, ich überlege jetzt gerade, wie wir jetzt. Wenn möglich, wenn es möglich ist, da wo ich jetzt stehe. Ja, da hatte ich es ja auch schon hin, circa. Ja, circa da, ja. Warte, ich habe zitiert. So hinten oder eins? So, oder? Ja, das geht. Da gehen wir mal Kreuzung davor. Dann können wir ja nochmal umbauen, auch notfalls. So, jetzt wir brauchen auf jeden Fall eine Wasserpumpenkreuzung. Ja, das baue ich hin. Ich will das auch mittig hinbauen. Warte mal. Das ist jetzt der linke, würde ich sagen. Dann kommt in der Mitte noch einer hin und dann rechts, oder? Ja, komm. Gut, das ist dann der linkeste. Dann baue ich in der Mitte eine Kreuzung, wo es rechts und links geht. Warte, wo habe ich die Lukis? Du brauchst noch eine Kreuzung. Ja. So, hier. So eine dann. Hm. Ja? Okay. Ja, ich guck gerade noch ein bisschen. Ja, gut, das wird ein bisschen ugly. Wurscht. Ja, erstmal genau einmal Kreis anbauen. Du versorgst dich selber. Okay. Denk da, wir müssen auch noch mit dem Fließband vorbeikommen. Das kannst du doch oben rüberfliegen lassen. Da brauche ich dann eh noch einen.
Ein Dings hier, einen förderbaren Splitter. Der wird auch nicht unbedingt der schönste, aber. Schnackst du kurz mal das da ein bisschen vorbei? Was? Das sieht ja fancy aus. Macht das, was da unten durchläuft? Was unten durch? Die Kohle. Kannst du auch oben. Ich würde es oben drauf machen. Weil ich will es nicht so stinkst. Du kannst es normalerweise mittig oben drauf setzen. Auf den. Na? Ich würde dich auch mitten drauf setzen lassen. Oder willst du es genau auf die Kreuzung haben? Genau auf die Kreuzung würde ich es platzieren lassen. Dann mache ich was anderes. Moment. Dann setze ich den Splitter genau oben drauf. Geht das? Der will nicht. Alles gut! Was machst du? Schießt das Ding wieder nicht an. Was? Wir brauchen Strom! Ja, aber der hat doch noch nicht einmal Kohle. Ja, dann arbeite! Es gibt kein Zurück mehr. Muss mal gucken, ob die Pumpe schnell funktioniert, weil nicht, dass man, ne? Probleme bekommen. Die Pause ist aber richtig kompliziert. Heuiuiui. Pumpentutze? Durchflussrate wächst. Ich glaube, das geht überall gut durch. Yo, hohoho, die Pumpe ist stark genug. Da brauchen wir nicht mal. Brauchen wir, glaube ich, nichts. Optimöse. Ja, da kommt doch schon die Kohle. Gleich kommt das Wasser und dann haben wir es doch schon. Sind alle unsere Probleme gelöst. Also hier ist noch nichts. Ja, das ist hier schon, das ist hier schon. Auf dem halben Weg. Wenn nicht, können wir hier nochmal eine Pumpe reinböllern. Notfalls. Wie teuer ist denn eine Pumpe? Hast du zufällig noch zwei Motoren? Motoren? Ja, also Rotoren. Rotoren, ja. Habe ich genau zwei Stück dabei. Das ist optimal, weil genau zwei Stück bräuchten wir. Sicher, der aktuell kriegt da Wasser rein. Ne, ich mein bloß, weil dann könnte man nochmal welche zwischenschalten. Ne, jetzt kriegt er vollen Druck. Gut. Dann warten wir, bis hier das Kraftwerk vollgelaufen ist. Ja, der wird voll. Er verbraucht weniger, als das Ding benötigt. Oder? Gut. Warte, Moment. Dann. Mache ich hier mal eine Zweigung hin. Sag mal, ich anschließen darf. Ja, wir werden doch noch eine Pumpe brauchen. Ja, dann gib her, dann vielleicht eine Pumpe hin. Aber gleich unten vor das Ding, ne? Ja, halt vor der Steigung. Jetzt hat hier reingesetzt. Nee, ein bisschen wo, weiter unten, glaube ich. Wo kriegt der? Hier hat er auch schon voll. In der Mitte. Ich hatte auch schon voll, also hier reicht es euch auch schon. Ja, da ist nichts platziert, wo du stehst. Weil da hat er voll. Siehst du ja hier, Durchflussrate. So. Hä, zeigt er jetzt hochwärts? Ja, so, ne? Jetzt zeigt es da vorne her. So. Der muss halt jetzt extra nochmal an Strom angeschlossen werden. Ja, Gott. Aber die funktionieren. Und dann geht es halt trotzdem ein bisschen schneller.
Könntest du mir eingefallen haben, könntest du Oh, jau, wie das funktioniert, das ist top. Könntest du die Pumpe an einen Mast weiter hinten anschließen, weil da könnte man da gleich den Kohlekraft damit reinsetzen. Wie Kohlekraft? Nee, 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 das machen wir nicht. Mein okay, Herr. Okay, was hast du gemacht? Übersichtlichkeit, mein Freund. Komm mit. Willst du das komplett abtrennen? Ja. Wir schließen das an extra Pfosten. Ja, deswegen hast du den Pfosten habe ich noch nicht gesehen. Den da. Nee, das ist halt nur Übersichtlichkeit, weil dann müssen wir nicht 10-mal das auseinanderrupfen. Soll ich? Ja, kannst schon verbinden. Stromnetz hätte ich später eh nochmal komplett abgeändert. Ja, schon, aber. So, das Ding ist, so ist halt Fehlerbehebung ein bisschen einfacher. Schön. Hast du zufälligerweise gerade noch eine Elektroschnecke dabei? Oder halt? Nein! Müsste auch erstmal unsere Fabrik wieder an den Strom anschließen. Ja, der allein wird leider noch nicht, oder? Der reicht schon allein, ne? Der wäre nur 40 gebraucht bis jetzt. Ja, wir konsumieren gerade, also maximal brauchen wir 55. Wir könnten also die Bio-Dinger abschalten, rein theoretisch. Warte, ich habe ja was gesagt. Du passt wieder nicht auf, mein Freund. Aber theoretisch könnte man die schon abschalten, stimmt schon. So, jetzt habe ich die Fabrik wieder angeschlossen. Okay, warte, ich schau kurz, was wir brauchen. 67. Ja, die Dinger, guck mal. Treibstoff raus. Auslaufen lassen. Können wir die Booster raushauen auf jeden Fall. Und den Treibstoff heben wir uns auf für ein Buggy oder für sonst was.